Ja, guten Morgen, ich begrüße zum zweiten Deutschlandtourbericht 2020. Heute begrüße ich aus dem schönen Allgäu. Und ja, es ist der zweite Teil unserer, in Anführungszeichen, Abitur, die ich ja beim letzten Mal schon groß angekündigt und erklärt habe. Insgesamt habe ich vor, das voraussichtlich in zwei Teile zu packen, wobei es jetzt da zwischendurch doch so ein paar Termine liegen und das für den Touren nicht ganz so einfach zu verbinden war, eher mehrere kleine Touren gibt, die ich aber wahrscheinlich trotzdem dann teilweise in einen Teil zusammenfügen werde, um hier nicht unnötig viele Teile zu produzieren und dann halt, für die Leute, die das wirklich interessiert, die können sich dann auch einen längeren Reisebericht angucken und ich sehe dann Aufrufzahlen, viele interessiert das auch gar nicht und ja, dass dann nicht der Kanal nur von Reiseberichten vollgestopft ist, sondern das halt ein bisschen kompakter gehalten wird. Und ja, jedenfalls sind wir jetzt aktuell erstmal für 3 Tage im Allgäu. Heute ist Mittwoch, der 24.06. Wir sind über Nacht hingefahren, sind jetzt hier gerade morgens in der Nähe von Kempten, eben gerade schon kurz in Aitrang gewesen für nur 2.18, seht ihr jetzt gleich. Und ja, wie gesagt, geht jetzt erstmal 3 Tage durchs Allgäu. Und genau, so viel reicht jetzt erstmal als Ankündigung fürs Erste.
Guten Morgen zum zweiten Tag. Wir sind heute Morgen hier in Buchlohe, beziehungsweise südlich von Buchlohe, um wieder den morgendlichen Zug mit 18 und Dossus aufzunehmen. Den kennt er wahrscheinlich von gestern schon. Ja, wir haben zum Glück noch kurz, bevor wir hergefahren sind, rausgefunden, dass es da noch einen Verstärker gibt von Montag bis Freitag zwischen Kempten und München, der mit 18 und Dossus fährt, morgens nach München, abends zurück. Und ja, der steht natürlich neben den anderen Sachen wie Eurocities, Intercities und dem Alex und den 612ern, die man gerne mitnimmt, auf unserer Agenda hier im Allgäu. Und der BÜ geht runter, also muss ich das wahrscheinlich schon fast hier fortzeitig jetzt beenden, die Begrüßung. Und ja, jedenfalls gestern lief es eigentlich recht gut. Haben morgens, abgesehen davon, dass bei der 218 noch relativ wenig Licht da war, recht solide Aufnahmen gemacht. Dann haben wir Mittagspause, also was ist Mittagspause, Zeltplatz eingecheckt, kurz ausgeruht, Winter gegessen und so weiter. Oh, da kommt schon der Zug. So, ja, jetzt an der zweiten Stelle kann ich nochmal etwas mehr sagen. Ja, ist halt schief ganz an der ersten Stelle, weil wir doch dann in eine Wolkenfront reingeraten sind, die dann noch morgens war. Jetzt sind wir wieder ins tiefere Allgäu gefahren, ja eben bei Buchlohe, weil der Dosto-Verstärker nur zwischen Kempten und München fährt. Und ja, machen jetzt wieder das klassische Allgäu-Programm hier. Wir kommen jetzt erstmal gleich in Alex vorbei, dann wechseln wir noch kurz die Stelle zu einem Eurocity, dann kommt noch ein Eurocity und also... Gucken wir mal, wie wir heute so den Tag rumkriegen. Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Wetter macht nach wie vor auch sehr gut mit. Und ja, ich denke mal, allzu viel dürfte es dann im Laufe des Tages auch nicht mehr zu melden geben, weil ja, das Allgäu füllt sich mehr oder weniger so ein bisschen hoppla selbst mit dem Programm. Hier fährt ja mehr als genug und ja. Also insofern, viel Spaß.
Löcher. Und aufs dritte und letzte Mal bei dieser Tour guten Morgen, wieder aus der Nähe von Buchlohe. Ja, heute sieht das Ganze mit dem Licht doch schon deutlich optimistischer aus, dass das funktioniert mit dem 218 Verstärker. Ich hoffe, dass sich jetzt nicht noch hier kurzfristig irgendwas verschlechtert. Und ja, der gestrige Tag ist bis auf die 218 morgens und ein paar Aufnahmen auf der Strecke Richtung Oberstdorf doch letztendlich sehr schön gewesen, gerade auch dann abends noch die Eurocities, die wir da aufgenommen haben. Und ja, insgesamt, also bis auf so ein paar Sachen, bisher eigentlich recht gut verlaufen die Touren. Jetzt ist der letzte Morgen. Wir machen jetzt hier noch gerade die Morgenlichtbilder in der Nähe von Buchlohe. Dann müssen wir unser Zelt abbauen, auschecken und dann auch schon nach Hause fahren. Da wird Nachmittag schon wieder Termine in der Heimat haben. Und ja, wie gesagt, ich hänge aber die nächste Tour, die dann schon in anderthalb Tagen wieder weitergehen wird, noch mit dran. Aber da sage ich nochmal was dazu. Und jetzt jedenfalls erstmal hier morgens in Buchlohe eine 218 und danach vielleicht noch 2-3 Beifänge. Ja. Thank you.
So, ein letzter Blick über die Landschaft des Allgäus. Hier rechts liegt übrigens unser Zeltplatz, auf dem wir die letzten zwei Nächte waren. Und ja, hinten kommt auch schon Gewitter angezogen. Also wir machen uns jetzt schnell von den Sorgen, es ist um 9. Wie gesagt, der Morgen hat wunderbar funktioniert, muss man sagen. Also gelungener Abschluss auf jeden Fall da gewesen. Und jetzt fahren wir wieder zurück nach Hause. Heute ist ja Freitag und am Sonntag geht es dann wieder los auf die nächste Tour. Die ist dann wieder nur ein paar Tage lang. Und ja, wie gesagt, kommt erstmal ein laues Auto von hinten. Die kommt dann noch in denselben Bericht mit rein. Ja, von daher ist es jetzt noch nicht das endgültige Ende dieses Videos, aber das Ende dieser Tour. Und insofern sage ich schon mal zwischenzeitlich Tschüss und auf Wiedersehen und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Tour. Gesagt, getan, ging es dann wieder nach Hause und nur anderthalb Tage später schon wieder los, diesmal mit Ziel Oberpfalz, weil wir zunächst noch einen Zwischenstopp bei der S-Bahn Nürnberg gemacht haben. So, guten Morgen. Das Wetter ist gerade mal ein bisschen schlechter. Dazu sehe ich gleich noch was. Wir sind hier gerade bei einem Teich in der Nähe von Wiesau in der Oberpfalz. Ja, gestern sind wir hingefahren mit kurzen Stopp in Nürnberg. Da habe ich leider nichts großartig berichtet. Habe ein bisschen vergessen, ehrlicherweise. Aber waren ja letztendlich nur zwei Aufnahmen. Trotzdem, dafür ist eigentlich ein bewölkter Tag. Hatten wir da echt Glück, dass wir da zwei Sonnenlöcher erwischt haben. Und sind auch erst gegen Mittag losgefahren. Also das war mehr oder weniger nur so ein Hinfahrtstag. Und jetzt sind wir hier, wie angekündigt, in der Oberpfalz. In der Nähe von Weiden, Markt Rettwitz und den ganzen Örtchen hier hinten. Und ja, es ist gerade Montagmorgens, der einzige Morgen dieser Tour, der schlechtes Wetter hat. Deshalb haben wir erstmal ausgeschlafen und sind jetzt nur hier gerade kurz an die Strecke gefahren, weil hier ein, ja, doch recht interessanter Zug sich gerade angekündigt hat. Mal gucken, was drauf ist, wir sind sehr gespannt. Und ja, ansonsten heute Nachmittag soll es dann aufziehen. Ich hoffe, das ist auch der Fall. Und dann werden wir hier ganz paar Züge aufnehmen. Wir fahren einige Güterzüge mit 232. Als Beifahren kann man hier auch 612er oder den Alex noch mit aufnehmen. Das ist eigentlich eine recht schöne Ecke. Und hier werden wir jetzt den heutigen Tag und den morgigen Vormittag verbringen. Und dann werden wir noch ein paar andere Abstecher machen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt erstmal hier der morgendliche Zug an der Strecke in der Nähe von Wiesau. You've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy now. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie.
Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. Hallihallo zum nächsten Morgen. Ja, erstmal noch kurz ein Fazit zu gestern zu nennen. Ja, es lief jetzt eigentlich nicht so schlecht, dafür, dass das Wetter anfangs relativ schlecht war. Es ist dann doch recht gut aufgezogen. Leider haben wir ein bisschen was verpasst an Zügen, weil das ein bisschen noch komisch war. Und ja, haben wir leider sehr ärgerlich, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, an die Stelle am Viadukt, wo wir Agilis und den 612 aufgenommen haben. Da ist ungefähr eine Viertelstunde, bevor wir angekommen sind, zur 32 rübergefahren, von der wir aber zu spät mitbekommen haben. Das haben wir die verpasst. Das war sehr ärgerlich. Zum Glück hat dann noch die 32... Oh. Also damit konnte ja wohl jetzt wirklich keiner rechnen. Naja, es ist eh noch kein Licht da und hören die Teile jetzt auch nicht so wunderschön wie viele andere. Naja, jedenfalls kann ich mal weiter erzählen. Ja, zum Glück hat das dann im Abendlicht noch mit der Zonenrechter geklappt. Allerletztes Licht. Und ansonsten, ja, gütervergesstechnisch sind wir gestern noch nicht so super dran gekommen. Aber man muss echt sagen, dass man den Personenverkehr, der ja doch hier so seine Eigenheiten hat, mit einigen Zügen, die man sonst auch nicht so kennt, recht schön aufgenommen haben. Also ich habe jetzt im Petto schöne Aufnahmen von Agilis, Oberpfalzbahn, Alex haben wir eine gemacht, 612 haben wir eine gemacht. Also das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Und ja, jetzt ist es der nächste Morgen. Es ist besseres Wetter als gestern. Das ist immer heute wieder, wie man das von uns, von den letzten Tönen kennt, frühst morgens aufgestanden. Ja, wir haben ein bisschen wechselhaftes Wetter. Hier ist eine etwas größere Wolke. Da hinten ist ein bisschen mehr frei und so. Also wir müssen ein bisschen Glück haben und hoffen, dass auch hier ein paar Züge passend für uns fahren. Ja, Potenzial ist da. Wir stehen hier gerade kurz vor Hof. Also zwischen Marktredwitz und Hof, ungefähr auf dem oberen Drittel. Und ja, schauen, hoffen, dass wir hier am Vormittag einiges rumkriegen. Planmäßig sollten hier bis zu 4 Züge mit 232 fahren. Ja, hoffen, dass davon wir zumindest einen Teil gut aufnehmen können.
I wanna take it on it, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch up my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, you could just go and bring me home to you again. The world is waiting, half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. Wanna take it on it and fall in. The cityscape by night. Wanna catch up my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights. The Stockholm lights. Den Nachmittag haben wir dann nicht in Oberpfalz verbracht, sondern sind kurz rüber nach Thüringen gefahren, da dort an diesem Nachmittag zwei EBS-Züge mit 232 fahren sollten, die wir noch aufnehmen wollten. Step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch up my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights. Stockholm lights. Stockholm lights.
Also ich habe erstmal vorhin vergessen, die morgendliche Begrüßung zu machen. Deshalb wird das jetzt gerade mal kurz nachgeholt. Und ja, heute Morgen ist hier auf der Strecke wieder ziemlich der Wurm drin. Also irgendwie ist das relativ seltsam. Die erste Sohnreich hat problemlos funktioniert. Dann waren wir für die zweite zwischen Hof und Markt Rettwitz. Irgendwie kam die allerdings dann Ewigkeiten nicht. Dann sind wir wieder weggefahren, weil wir dachten, die kommt irgendwie nicht mehr oder erst viel später oder so. Dann kam die jetzt irgendwie doch. Jetzt konnten wir die tatsächlich schnell noch überholen, sind jetzt hier am Viadukt in Neusorg, aber irgendwie ist sie jetzt wieder irgendwie in die Ausweiche gefahren. Irgendwie so, keine Ahnung, was die da genau heute Morgen macht. Und ja, die werden wir jetzt noch fotografieren, dann schaffen wir vielleicht, also was heißt schaffen, also wissen noch nicht, ob wir die machen, weil wir ja irgendwann noch dann gleich unseren Zeltplatz noch verlassen müssen. Ja, machen wir vielleicht noch eine zweite 232. Ja, warum wir die eventuell lassen würden, weil die Strecke jetzt nicht die 100% fotogenste ist. Deshalb, ja, aber vielleicht machen wir sie auch noch. Und ja, mal so mal schauen, und ich hoffe, dass die jetzt hier demnächst mal kommt, die 232 am Viadukt in Neusorg, denn ja, wäre schon ganz praktisch, heute mal noch zumindest eine zweite zu haben. Ja, damit wären wir dann auch wieder am Ende dieses Videos angekommen. Es war letztendlich in der Summe doch ziemlich erfolgreich, sowohl im Allgäu als auch jetzt in der Oberpfalz. Und es hat uns auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja, es wird in diesen Sommerferien noch 2-3 weitere Touren geben, bei denen ich aber zum Teil auch die bisherigen Ziele nochmal wiederholen werde, um ja, ein paar Lücken noch zu füllen. Und da jetzt mit den letzten beiden Videos mehr oder weniger die meisten Regionen Deutschlands abgehakt wurden und ich noch etliche andere Projekte aktuell am Erarbeiten bin, wird das der letzte Reisebericht für diese Sommerferien sein, und es wird dann im weiteren Verlauf des Jahres eher nochmal andere zu späteren Jahreszeiten geben. Insofern bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen bei diesem Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.